Hallo und herzlich willkommen zurück bei Delicious Emily's Moms vs. Dads, Väter. Ich habe hier was nachgeholt und irgendwas freigeschaltet, was wir neu dazu bekommen haben. Aber wir machen jetzt Level 37. Süße Ausstellung. Ein köstlicher Kuchen kann die angespannte Lage beim Drachenbauen etwas versüßen. Unterstütze Sharon. Na dann. So, jetzt wollen wir mal gucken. Also hier haben wir jetzt so Schokodinger und wir haben hier irgendwie Marmelade oder so. Okay. Der Laden sagt, was macht das nochmal? Okay, langsamer Herzen und das. Ach, der zusätzliche Kunde, den wollte ich doch schon die ganze Zeit, ne? Naja. Gut, okay. Page ist immer noch motzig. Ach Mist, warum musste ich ihn auch nur so kompliziert machen? Es tut mir so leid, Krümel. Ich hätte den Drachen so bauen sollen, wie wir es immer machen. Stimmt. Die Bewertung wird gleich stattfinden, Patrick. Ich hoffe, dass du soweit bist. Was? Ich? Natürlich bin ich fertig. Wer sagt, dass ich nicht bereit bin? Glaub mir, ich bin bereit. Großartig. Vielleicht können wir dann am besten mit dir beginnen. Leim. Ich brauche Leim. Das müsste funktionieren. Komm, Page. Was hat er denn jetzt davor? Der Kuchen sieht umwerfend aus, Sharon. Oh, der? Das ist nur etwas, was ich ganz spontan schnell in meiner Küche zusammengeworfen habe. Falls du mit schnell zusammengeworfen meinst, dass du ihn bei Tortenträume gekauft hast. Stimmt das etwa, Sharon? Okay, dekoriere Sharons Kuchen. Ja, dann fang gleich mal an. Ich fülle hier auf. Und die müssen wir auch auffüllen. Da wächst da oben gerade die Blume. Sharon, fang an da, um Gottes Willen. Ich habe keine Zeit für so Späße, hör mal. So, warte, das brauche ich mit dem. Und dann gehst du zum Kuchen und ich gehe da hin. So, dann kannst du von mir aus schon gehen. Dann brauchen wir das. Wir brauchen einen Kuchen. Sharon, ich brauche Tee. So, für euch. Und dann muss ich... Ach, Sharon holt die Blüten, okay. Okay, ach, Sharon, du kommst gar nicht dazu, ne? Ich habe die Maus gehört. Ja. Schmeiß mal DT an. So, den brauche ich damit. Ja, ihr wollt jetzt alle alles. Und da verbrennt schon der erste Kuchen. Ja. Ist klar, ich bringe euch euren Kram, aber trotzdem. So, warte, ihr wolltet ohne, ne? Ja, nee, mache ich jetzt auch. So, okay. Den nächsten Kuchen rein. Dann brauche ich das Teil. So, warte, das hier für euch. Bitte schön. Ich möchte das mit dem. Und du möchtest einen roten. So, warte. Das brauche ich. Das brauche ich. Warte. Ja, nee. Hallo. So. Jetzt aber hier. So, da einmal runterziehen. Was? Sheriff Hut. Okay. Das. Das nochmal. Dann das. Ich habe jetzt keine Blüten mehr, ne? So, das ist alles für euch. So, Evelyn, tust du auch irgendwas? Sharon, geh an deinen Kuchen, bitte. Oh nein, Sharon. Geh an deinen Kuchen. Warum kann Evelyn dann nicht nachfüllen? Arg. So, warte, das. Zweimal das. Und dann brauche ich das mit dem. Also, habe ich das alles? Okay, Sharon. Das ist doch scheiße. Sharon muss hier viel zu viel machen. Echt jetzt mal. So, warte, ich muss auf den Tee warten. Tee im Glas, dann 1, 2, 3 und das, so, für dich, für euch, so, da ist jetzt schon mal die Maus, so, Sharon, dahin, oh Gott, ey, dann brauche ich das, warte, so, mit denen zusammen, okay, dann könnt ihr schon mal gehen, dann brauche ich das, brauche nochmal das, dann muss Sharon gleich nochmal die Blüten holen, ne, das bringt alles nichts.
Unterstütze Sharon, ja. Wie soll ich das denn machen? Sharon ist doch nur am Rennen hier die ganze Zeit. Hier, so jetzt da erstmal schnell hin. Die sind doch bescheuert hier. Oh nein. Ich brauche noch so einen roten und den in der Tasse. So, für dich, dahin. Das, das, das. Und dann Sharon wieder an den Kuchen ganz schnell. Sharon an den Kuchen ganz schnell. Das fliegt. Hier, mach das mal vom Tablett. Das, das brauche ich. Das mit dem und dem. Und einen roten Tee, bitte. Ja, du kannst schon mal gehen, ey. Sonst stehst du wahrscheinlich ewig da, mein Freund. So, das mit dem. Dann brauche ich das nochmal. Und ich brauche das mit dem. So, Sharon an den Kuchen ganz schnell. Und ich muss Blüten holen. Nein, Sharon! Geh an deinen Kuchen. Oh Gott, ey. Oh, sie geht ja... No. Warte. So, das und das. Das macht mich wahnsinnig. Warum geht Sharon denn jetzt dauernd zurück? Jetzt kannst du zurückkommen. Ich brauche nämlich Tee, Fräulein. Hier wird mal aufgeräumt. Was ist das? Es ist das totale Chaos. Ja, ja, die werden alle richtig stinkig hier. Okay, ich kann das jetzt aber gerade echt nicht ändern. So. Da schnell noch hin. Eieiei. So, das. Dann brauche ich das, das, das. Mit dem. Ich brauche schon wieder Tee. Aufräumen da unten. Ja, Sharon, wir gucken, ob wir deinen Kuchen noch irgendwie heute hier fertig kriegen. Hol mal eine Blüte. Und dann geh mal dahin. So, jetzt nehme ich das, das mit dem für dich. Ach du Schande. Einmal, zweimal das nach da. Sharon erstmal da wieder hin. Schickes Foto machen. Alles klar. So, jetzt brauchen wir das. Hier muss ich mal auffüllen, ne? So, okay. Das mit dem. Und Sharon, ich brauche zweimal den hellen Tee, bitte. Oh, scheiße, echt. Den kannst du auch schon anmachen. So, das ist jetzt für euch. Jetzt brauche ich das. Sharon, mach einfach bitte. So, und einen Fächer gibst du mir auch noch. Ich bringe euch erstmal hier die Kleinigkeit. Na, warte mal, ich brauche den hellen Tee noch. Ach du Schande, ey. So, du kriegst auch schon mal eine Kleinigkeit. Das brauche ich noch. Das mit dem und dem. Ja, seid doch nicht sauer. Die Blüten kriege ich wieder nicht aufgefüllt, aber Sharon kann ihren Kuchen wenigstens noch fertig machen. Wow. Oh. Nee, Freunde der Nacht, echt. Ja, der ist stinkesauer, der Kerl hier. Okay, geh heim, mein Freund. Ich krieg noch nicht mal den zweiten Stern. Wow. Naja. Oberübel. Hallo zusammen. Es ist jetzt endlich Zeit, dass die uns die Drachenparade anzusehen. Vergesst ja nicht, genug Bildmaterial von mir und meinen Formbäumchen aufzunehmen. Grace, stell dich zu mir. Die linke Seite ist Mamas Schokoladenseite. Schon vergessen? Oh, Grace ist auch sauer. Paige ist sauer. Okay, Patrick, du bist der Erste. Zeig uns dein Werk. Ja, natürlich. Kein Problem. Was zur Hölle macht er? Ah, okay, Anlauf nehmen. Okay. Okay, er fliegt auf jeden Fall sehr schön noch. Oh-oh. Halten, halten, halten. Ja, schön oben halten, Patrick. Okay. Na, 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 na. Da fällt Emily gleich direkt auf den Kopf. Oder was jetzt? Oh nein, Achtung. Brennt der? Oh, mein geliebtes Formbäumchen. Kein Grund zur Panik. Ich hol den Gartenschlauch. Oh Gott, hat er mal Sharons Kopf abgebrannt. Das ist das mieseste Level überhaupt, was ich bis jetzt hatte, okay.
Energieverlust. All der Trubel geht nicht spurlos an Emily vorbei. Oh nein. So, Sheriff Hood, okay. Heißt das, sie ist jetzt noch langsamer als sowieso schon, ja? Ach Gottchen, ich nehme mal den Kunden jetzt auf jeden Fall. Vielleicht bringt er mir noch irgendwas hier in diesem Drama. Okay. Ja, schön. Emily ist heute müde. Das ist ja super. Und Sharon ist nicht da. Ich hole mal Blüten schon mal, bis ihr euch da unten entschieden habt. Jetzt guckt euch hier das Formbäumchen an. Sharon hat eine Glatze. Das ist ja nicht zu fassen. Und ich muss hier alles jetzt selber machen? Ach du Scheiße. Oh Gott, oh Gott. Naja, dann, ne? So, zweimal das, einmal Sekt. Nach da oben bitte. Warum hat das jetzt wieder nicht geklappt? Ich krieg's nicht hin hier. Ach, nee, Leute. Okay. Nur keine Panik. So, jetzt holen wir das. Dann holen wir das Törtchen. Dann holen wir das. Und dann stechen wir hier unten den Toast aus. Okay. Ja, lass dir Zeit, Emily. Ist überhaupt kein Problem. So, darüber. Dann brauche ich das und den Sheriff Hut. So, das mit dem für dich. Bitte schön. Donnerwetter. So, das schmeißen wir rein. Dann machen wir den Tee an. Aber wenigstens ist Evelyn da. Das ist doch die Hauptsache. So, den Tee da rein. Ja, du musst nicht stinkig werden, mein Freund. Ich komme ja. Irgendwann bin ich da und hol dir deinen Kram. Hab doch mal ein bisschen Geduld hier mit der alten Frau. Eieiei. So, den Fächer. Das mit dem Schinken. Für dich. Hol mal Blüten, ne? So, und dann werde ich hier auffüllen. So, du möchtest das mit dem. Okay. Bitteschön, junger Mann. Hol noch mal Blüten gerade, bitte. Och, die arme Emily. Muss sie hier alles wieder alleine machen. Das ist schrecklich. So, ihr wollt das mit dem und ihr wollt Tee. So, und da nur Schoko drauf, okay. So, den Tee jetzt nicht vergessen. Schoko drauf. Dann ist das für die, dann hole ich das mit dem. Was wollt ihr drei denn da oben, bitte? Das und das, alles klar, dann ist das für euch. So, sehr schön. Du kannst auch gehen. Hol mal Blüten. Oh, wei. So, das mit dem. Kuchen rein. Evelyn aufräumen. So, dann haben wir das für dich. Bitte schön. Da fülle ich nochmal auf. Und die Blumen hole ich auch direkt nach. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, einen Fächer und einmal Tee. Möchte der junge Mann bitte auch einen roten Tee? Oder er nicht? Nein, möchte er nicht. Dann bringe ich ihr das erst. So, und dann schmeiße ich einen Kuchen rein. So, Schoko nicht vergessen. Und Wiedersehen. Blüte holen. So, ihr wollt das mit dem. Ihr wollt roten Tee und einen Kuchen. Okay. Roten Tee in der Tasse. So, warte. Schoko drauf und jetzt den roten Tee in die Tasse füllen, bitte. Und dann hier rüberbringen. So, und ihr wollt das mit dem und den Hut. Okay. Kein Problem. So, wir brauchen weißen Tee. Natürlich brauchen wir weißen Tee jetzt und keinen roten. Den hätte ich ja noch gehabt. So, das mit dem. So, dann brauchen wir das zweimal und das Törtchen mit Lila, okay. So, das ist für euch. Dann brauche ich das mit dem. So, das ist dann für dich. Ihr könnt gehen, dann hole ich das mit dem. Sie ist auch schon jetzt sauer gegangen. Ja, Pech gehabt, Fräulein.
Wenn du keine Geduld hast, hast du gelitten.de. Kann ich dir auch nicht helfen. So, ich brauche das Törtchen und weißen Tee natürlich. Okay. So, weißen Tee in der Tasse bringe ich dir auch. So, dann brauchen wir oben den Kram. Hier sollte ich mal nachfüllen, wenn es irgendwie geht. Und da füllen wir auch mal nach. So, dann brauche ich das mit dem und ein Törtchen. Aber hey, ich habe den zweiten Stern, ihr Lieben. Alles wird gut, ich bin mir sicher. So, das für dich, das und das hole ich hier unten hin. So, Dreier-Kombo, hier füllen wir nochmal auf. Ich hole nochmal eine Blüte, aber die kriege ich ohnehin nicht aufgefüllt. Das ist sehr schade. Oder haben wir irgendwo noch eine Blume? Nein, haben wir ja nicht, ne? So, okay. So, dann das, das mit dem, für dich. Ja, die Blume schaffe ich nicht. Naja. Oh Gott, ey. Oh, weia. Aber es ging einigermaßen, ne? Naja. So, Level 38. Heilende Schnitte. Gibt es noch eine Rettung für das Formbäumchen? Gib Patrick das Werkzeug, das er braucht. Versucht Patrick jetzt hier wieder eine Frisur zusammen zu tackern oder was? Okay, wir werden sehen. Oh Gott, sie ist voll mit Glatze hier. Du hast flüssigen Zement verwendet, nicht wahr? Warnung. Zementdreck ist leicht entzündlich, muss 24 Stunden trocknen und darf in dieser Zeit nicht direkter Hitze oder offenen Flammen ausgesetzt werden. Diesen Teil könnt ihr nicht zufällig rausschneiden, oder? Nicht für alles Geld der Welt. Es tut uns so leid, Sharon. Wir zahlen natürlich für ein neues Formbäumchen. Der Snuggford-Gartentraum-Wettbewerb ist in 3 Tagen. Keine Sorge, ich habe eine Lösung. Oh je. Patrick! Prost, Neuer. Jetzt passen sie wieder zueinander. Das wären dann 2 Formbäumchen. Hey, die Idee war gar nicht so schlecht. Reiche Patrick die benötigten Werkzeuge an. Aha, auch noch. Okay, hier oben sehe ich schon eine Säge. Keine Ahnung. Und sonst sehe ich auch gerade gar schon nichts, ey. Oh, war ja. So, das, das und das hätte ich ganz gerne. So, einmal nach da oben bitte. Ja, jetzt möchte Patrick irgendwas haben, von dem ich nicht weiß, wo es liegt, ey. Super. So, warte, das mit dem. Jetzt haben wir noch ein Förmchen hier unten übrigens. Oh, oh, oh. So, warte. Das mit dem ist für euch. Ja, du kannst schon gehen, wenn du magst. So, ich brauche 2-mal das. Alter, was wollt ihr denn jetzt? Das ist ja ein 6er-Tisch. Okay. Dann brauche ich noch ein Zitronenglas. So, warte, das mit dem brauche ich jetzt noch. Habe ich das jetzt richtig hier für euch? Oh ja. Das sah gut aus. Patrick, ich kann nicht nach deinen Handschuhen gucken. Es tut mir leid. Es tut mir leid, mein Freund. Warte bitte. Ich will ja wenigstens, dass du die Chance hast, da was zu retten, ne? Wo sollen denn hier bitte grüne Handschuhe sein? Ich sehe nur die Säge. Hey, hallo? Da ist noch eine Schere, okay. Da ist eine Harke, okay. Sind denn die Handschuhe irgendwo hier hinten? Ich sehe die nicht. Warte mal, jetzt brauche ich erstmal einen Hut, bitte. Und hier einen Keks. So, das ist dann für dich. Ach, da oben. Aha, alles klar. So, du kannst auch gehen. Hier wird aufgeräumt. Ja, wieso gibt es ihm denn jetzt nicht? Hä? Okay. So, das und das, das und das. Das ist für euch, okay. Oh, weiß. Warte, das mit... Mit was? Ohne? Und das mit dem, oder wie? Aha, okay. So, warte, das mit dem und dem.
und ein Törtchen für dich. Dann brauche ich einen Kuchen. Dann brauchen wir das, das und das. Und den Kuchen mit Schoko hierhin, bitte. Aha. Wieso hat er seins den... Ach, weil ich es falsch ausgestochen habe. Nee, echt? Alle Förmchen gelten? Alter Schwede. Ich kann alle Förmchen benutzen, ihr Lieben. Wow. Ich bin ein bisschen entsetzt gerade. Ganz ehrlich. So, das mit dem für euch. Und er möchte jetzt die Schere Sharon. Ja, die hole ich ihm jetzt auch erst. Wo quietscht denn die Maus? Die Maus quietscht hier unten. So, ich brauche das. Das mit dem. Dann brauche ich noch den Fächer. Dann brauche ich das und das. Das, 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 das. Das, 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 das für euch. Okay, die Bestellung hat mal gestimmt. Tee anwerfen. Ach du, das ist nicht. So, das muss jetzt in das Glas für die Lady hier unten. Hier muss ich jetzt auffüllen. Oh, jojo. Er ist auch schon sauer jetzt gegangen. Ach Gott, so das mit dem und das. Für die Dame hier. Aufräumen, aufräumen. Du kannst auch schon gehen. So, dann brauchen wir das. Ich brauche das, das mit dem. Für dich, das, das, das. Und ein Schnurrbart hier runter. So, Sharon, hier die Gartenhake. Hier wird mal kassiert. So, warte, hier auffüllen. Und da müsste ich jetzt vielleicht auch mal auffüllen. Oh, oh, oh. So, okay, warte. Das mit dem und das. So, das, das, das. Hier oben den Hut, Sharon. Und dann brauche ich noch das Zitronenglas. So, das ist dann für euch. Sekt. Die Sachen hier runter. Sharon, du kannst da mal auffüllen gerade, bitte. Oh Gott. Ach Leute, nee, echt. Findet ihr das nicht ein bisschen übertrieben hier, was ihr hier bestellt? Jetzt mal ehrlich. Ja, Tee brauche ich natürlich auch noch. Hätte man vielleicht zuerst, aber ne? Hätte, hätte, Fahrradkette. So, das ist dann für euch. So, jetzt muss ich erst mal auffüllen. Eine Gießkanne, die habe ich noch nicht gesehen. So, warte, das mit dem, das und das. Dann das mit dem und das. Das ist jetzt für dich. Dann brauche ich das, das, das und das. Und das mit dem und dem ist für dich. So, Patrick will eine Gießkanne. Ich habe keine Ahnung, wo die ist. Ist das hier? Ah, da ist die Gießkanne, Sharon. Sehr schön. Warte, füll mal hier aus. So, dann machen wir mal Tee an, bringen die Gießkanne da hoch. Den Schnurrbart nehmen wir mit. Den Tee brauche ich dann. So, das und dem. Ist schon mal für dich. Ja, dann geh. Geh, mein Freund. Geh mit Gott, aber geh. Hier brauche ich noch ein Törtchen. Das mit dem. Das, das. Törtchen. Okay, da hoch. Oh, ich brauche noch einen roten Tee. Das, das, das mit dem weißen. So, roter Tee hier für die Lady. Kannst auch gehen. So, jetzt brauchen wir das mit dem ausgestochen und das. Das, 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 das. Das brauche ich mit Schoko und nochmal Schoko. So, das ist für euch. Dann da noch ein Schoko. Tee anwerfen. Ja. So, warte, die Säge. Die holen wir ihm auf jeden Fall. Schmeißen den Tee an. So, jetzt wollt ihr das mit dem, dem, dem. Das, das, das und das. Ich habe keine Dinger mehr. Ich bringe euch mal ein Teil gerade, ne? Warte, warte, den Tee, um Gottes Willen. So, das mit dem. Dann brauche ich das noch. Das, 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 das. Warte, da muss noch Schoko drauf. Und jetzt habe ich kein... Oh, komm, ey, Alter! Hä? Wie viel Tee wollten die? Oder, nee, mein Tee ist immer da unten schlecht geworden, oder? Boah. Ich habe doch eben Tee draufgepackt. Wieso wird dir überhaupt dieser blöde Tee schlecht? Ist mir egal, ob das Eistee ist und ob die Eiswürfel schmelzen. Ah.
Das muss ich Chad wirklich lassen. Dieser Drachen ist absolute Spitzenklasse. Er hat wieder die Höchstpunktzahl geholt, obwohl Andy und Mike auch nicht schlecht abgeschnitten haben. Oh, Mann, Patrick, er hat sich so viel Mühe gegeben. Keine Sorge, Papa, wir können einen neuen bauen. Das hört sich gut an, Paige. Paige, meine Mama hat gesagt, dass die nächste Papa-Herausforderung erst in einer Woche ist. Vielleicht können wir zum Strand fahren und den Drachen von meinem Papa fliegen lassen. Komm, wir fragen unsere Mamas. Heißt das, wir gehen bald zum Strand? Kann das sein? Jetzt vielleicht schon in der nächsten Folge, ihr Lieben. Wir werden es sehen und ich hoffe, ihr seid trotz des Desasters wieder mit dabei. Und bis dahin, eure Trin.